Und jetzt kommt einer, der hier schon gewonnen hat, der das Gefühl eines Streifsieges auskosten wird. Hans Knaus aus Schladming, der Sieger von Adelboden im Riesendorlauf. Wie ist da oben, Armin? 22,56, 700stel hat der Vorsprung einmal. Aber da fallen ihm ein paar kmh. Schauen, wie es er anlegt. Daher. Aha, da ist ein kleines Schlagele drin. Und deswegen ist auch er direkt da. Gut. Ausgebaut den Vorsprung um genau 3 Zehntel. Boah, du lässt einen frech haben. Da ist er direkt dran. So weit war kaum einer beim Sprung. So machen, Hans. Hand vor, jetzt ein Hand vor. Jawohl. Und jetzt bitte auch ein bisschen Tempo mitnehmen. 135 wären jetzt schön für den Hans Knaus. 128,2 ist wieder ein wenig. 2, das zieht sich dann auch bis ins Ziel. 7, 8, 9, komm, Hans, komm, 10, komm, komm, komm. Ja, 46, jetzt geht's ja aus. Der Bravo. Den Einzer hinter sich, 1, 10, 46. Hans Knaus führt hier in Kitzbühel. Und die Zuseher jubeln über die österreichische Führung. Knaus, Bürtin und Gruber. Hochkonzentrierter Hans, ja. Versucht auf beiden Schienen auch in der Abfahrt zu kaufen und der Bürtin ärgert sich natürlich ein bisschen. Es wird eine knappe Partie werden, das ist, ja, denke ich, von Haus aus klar. Vielleicht gelingt an allerdings also ein Abreißer, der wirklich einen Traumlauf hat mit alle Engel, die es gibt. Nicht ungefährlich ist er, Didier De Fago, bei Verhältnissen wie hier, wo man teilweise ja gut gleiten muss, war er stark. Sechsten Wald ist er. Und oben 800stel vorne und jetzt 3 zurück. Dann hat er ja in diesem Mittelteil auf Knaus viel verloren. Ein super Techniker. Und der nächste ist der Hermann Mayer. Sehr gut ist der Bürtel unten gefahren. Oh, jetzt hat er das hinten eingesetzt und hat gerade noch korrigieren können. Noch einmal Schwierigkeiten. Didier De Fago aus der Schweiz. 132. Der hat jetzt 132. Das wäre das Tempo gewesen, das der Hans Knaus gebraucht hätte. Ist gut gesprungen. Er ist auch vorne. 1,10,21. 1,10,21 für Didier De Fago aus der Schweiz. Und jetzt wird Schlag auf Schlag gehen, denn durch die gestürzte Startreihenfolge der WCSL kommen ja jetzt die Favoriten hintereinander. Und der nächste ist Hermann Mayer. Dritte Abfahrt nach dem Comeback. Okay, Hermann. Das ist wieder der Blick, den wir kennen. Das ist der Blick. Und jetzt und brauchen wir eine schnelle Zeit, Robert. 22, 32, 16 vorne. Oh, der Hermann ist wieder auf der Streif, voll da. Jetzt der Mittelteil, jetzt wird es ganz sauber. Gut, da ist er sauber umgefahren. Was haben wir für Tempo? Tollen Zug am Ski gehabt. Komm, Hermann. 114 passt, 114,2. Und die nächste Zwischenzeit. Stark, 29,00 Vorsprung für unten. So, und jetzt kommt die Herausforderung für ihn. Da oben nämlich volle Kanne zu fahren. Herrlich gesprungen. Super, und jetzt schöner. Der gewaltige Druck auf sein rechten, auf sein lediertes Bein, aber ganz hoch. Schau. Da war auch noch keiner. Nein, da also oben war noch keiner. Dann merkt, hast du nichts und am rechten gelandet. Und der stürzt sich hinunter. 133, ja, das passt. 1,10,21 gilt es zu schlagen und er fliegt dem Ziel entgegen. 1,8, 1,09, ja, ja, 1,10,09 ja, und der Hermann ist vorne. 1,10,09, Hermann Mayer führt hier in Kitzbühel bei seiner Rückkehr auf österreichische Skipisten. Bravo, Hermann. Aber was ist die Zeit wert? Was ist die Zeit wert? Das wird sich der Hermann jetzt auch fragen. Eine Bestzeit, seinen Teil hat er mal beigetragen. Aber es kommen noch so viele starke nach ihm. Schon der nächste, der liebt diese Strecke. Das ist Didier Küsch. Aber vorher noch einmal eine Studie von Hermann Mayer. Also da ist er optisch gefahren wie in alten Zeiten, muss man sagen. Gut, ja. Landet jetzt am rechten Fuß. Gell? Das sind aber so wieder so Momente, wo er weiß, okay, der Fuß heute, die kann wieder ein bisschen mehr Risiko gehen. Weißt? Zack. Gell? Das tut gut für Selbstvertrauen natürlich auch. Der Fuß hält wieder. So, jetzt kommt aber einer, der die Sprintabfahrt hier gewonnen hat. Sein einziger Abfahrtsieg von dieser Startposition aus. Didier Küsch und ein Zehntel hin. Aber der ist natürlich ein ausgezeichneter Techniker. Gell? Und ein starker Finisher. Kann das da möglicherweise gut machen. Das zeigt dazu, hätte er kämpft um die Hocke. Buh. Didier Küsch, 133,1, gleich schnell wie Hermann Mayer. Es geht um eine Zehntelentscheidung. 1,07, 1,08, 1,091, 0,968. Und der Vorsprung macht mich jetzt ein bisschen nervös. Gell? Weil 4 Zehntel fuhren, das ist viel heute. Ja, das ist jetzt viel. Einmal viel. Er hat dem Hermann Mayer viel abgenommen. Schade, es hat er geübt und gelungen. Dafür ja, super. Kriegt er jetzt die besten Wertungsnoten für schnellste und schönste Skiabstand. Didier Küsch führt hier. So, jetzt Klaus Gröll. Klaus Gröll mit Mittelhandknochenbruch. Mit Manschette.
natürlich ein Nachteil beim Starten, keine Frage. Gerade er, der so ein kräftiger Bursche ist. Aber oben mit 22, an den Fuß, und da ist er der schnellste Robert. Das ist ja also ein frecher Hundling erst da. Oh, der Bulle aus Hübland schlägt vielleicht heute hier auf der Streif zu. So, der überwindet sie total, gell? Die, es ist, glaube ich, welche Hand, die linke oder die rechte? Wurscht. Das ist, der von einmal dran denken. Ganz egal. Aber weit unten, tiefer weit unten als die anderen. Ja. Hoffentlich verliert er da nicht an Tempo. 129,2. Bei vier Springen war gut. Komm ja. Jetzt, 1,07, 1,08. Küschzittern, 1,10,20. 1,10,20. Aber bei der Zwischenzeit oben, da war er heiß, der schnellste. Der erste unter 42. Hat leider den Schnee greifen müssen in der Linkskurve, gell? So, damit ist der Fünfte, der Klaus Gröll. Hat aber auch noch gebraucht, dieses Resultat, nach dem Ausfall von Wenger. Küsch vor Hoffmann und Meier. Er ist ein Temperamentspuls. Ne? Zeitgleich die beiden. Miller Vierter, zweitbester Österreicher, Gröll als Fünfter. Aber wir haben noch ihn, Eberharter, vorher mit dem grünen Helm, Fritz Strobel, Walchhofer und Trinkel. Jetzt aber der Sieger von Wengen, Bruno Kernen. Oben 22,65, Rückstand. Über 3 Zehntel hinten. 113, wenn wir schon 119 gesehen. Und hier? 42 Mitte, 42,30, ja. Bisserl aufgeholt, 900stel. Ui, da ist aber Innenski eingezogen. Springt auch weit, der Bruno. Wow, das ging, bis den Ski geschlagen hat. Ha. Aber der Sieg hat ihm natürlich gut getan in Wengen. Da auch mächtig weit abgehoben. Was geht noch mit dem Rückstand von 26 Hundertstel oben an der Hausbergkante? Wenig heute, 1,10,47. Küsch, Hoffmann und Meier, das sind die ersten drei, wobei Meier und Hoffmann zeitgleich an der zweiten Stelle liegen. Ja, da sehen wir noch einmal diese Fahrt am Innenski. Lanz ja ein bisschen zu stark rein und kann sich gerade noch retten, gell? Ist aber gut durchgezogen, war nicht so dramatisch, sage ich mal, da in der Linkskurve, und wir haben dann, hat dann der große Zeitverlust und für sich verloren. So, Schettinhausen Hermod, einer, der hier schon zweimal Zweiter war, oft die Kombination gewonnen hat, er liebt Kitzbühel auch, und Schettin ist oben schnell. 400stel fuhren, 22,26, oder 41, 71, ja, was ist denn heute los? 4 Zehntel Vorsprung für Schettel André Hermod. Ja, was ist denn da los? Ha. Was hat der getan in der Mitte? 4 Zehntel fuhren. 4 Zehntel Vorsprung auf Küsch. Ja, der Hermod hätte es natürlich auch drauf. Aber siehst du, wie die routinierten Läufer versuchen, ganz zu dem Tor nach oben hinzukommen, um da viel Geschwindigkeit zu machen und auch mitzunehmen. 131,3. Der springt jetzt bei 4 fast, ja. Ui. Und Küsch bangt ein wenig, 1,08, 1,09, nein. 71,3 Sekunden. Schettel André Hermod verpasst um 300stel Sekunden die Führung hier auf der Streif. Aber eine gute Ausgangsposition für ihn wieder für die Kombination. Er hat auf Miller immerhin 4 Zehntel Vorsprung für den Slalom. Aber er ist ein Hund. Also er ist ein Teufelskerl, der Hermod, ja. Der sich von einer Disziplin zur nächsten immer wieder gut umstellen kann. Und der hat aber Glück. Jetzt hat er wirklich Glück, aber 300stel ist das Glück des Tüchtigen, die er heute hat. Und jetzt kommen die 5 stärksten Abfahrer dieses Winters. Rolfs, Trinkel, Strobel, Fritz, Walchhofer und Eberharter. So, Deron Rolfs, und das ist auch einer, der vor allem im Finish stark ist. Wie liegt er oben? 1600 hat er gekriegt. Und das ist noch nicht das so viel. Ist noch kein Problem. Schon ist schon da, ist schon vorne. Doch, hat er mir jetzt gut gefallen, ist ziemlich direkt hergefahren. Springen dürfte ihm taugen, aber jetzt ist wichtig. Das ist wichtig, der Schwung aus jetzt. Mitgehen. Außenski. Ja, Dritter hier. Händfuhr, da hat er den Schläger erwischt, aber wir. Man haut sich sofort wieder ein in die Hocke. Da gibt es jetzt nicht mehr nach. Gleiches Tempo wie zuvor, Amat. Oder ist auch laut. Ich glaube, der ist laut. Schnell. 1,07, 1,08, laut, 1,09, sehr laut, sehr laut. 63, und wir haben einen neuen Führenden. Nichts wird mit einem zweiten Sieg von Küsch. Es führt Deron Rolfs hier auf der Streif. Der erste Amerikaner, der unter Umständen auf der Streif gewinnen kann. Aber wir haben ja noch 4 ganz heiße Eisen. Und die Piste Hast du das gesehen? Hat der ein Schwein gehabt da drüber? Die Ski hinten überkreuzt wie ein Skispringer im V-Stil. Das hat aber er wahrscheinlich gar nicht so mitgekriegt. Das geht dort so schnell. Siehst, vorher hat er sich um Hundertstel gefreut. Jetzt ist er um die Hundertstel zurück. So geht's im Skisport.
Die ersten drei jetzt nur 800stel auseinander und jetzt geht's los mit den Österreichern. Hannes Trinkl, und wenn er oben nicht viel verliert, dann halte ich den Hannes auch heute für einen Spitzenplatz. Und die Basis ist gelegt, Robert, nur 1200stel hinten ganz oben. 110, der Rolf hat 111 gehabt. 41 war recht, haben wir leider nicht. Da haben wir was dazu bekommen, schade. Daher identisch mit dem Rolfs gewesen. Hanni. Aber direkt, der Ron hat müssen leicht noch rechts korrigieren und auch kurz quergestellt am Ansatz. Oder dafür ist er wieder ganz hoch, aber wie können wir das bewerten? Das ist die Frage. Ich wage das Tempo noch nicht vorauszusagen. Gut ist es, 134,9. Könnt ihr noch was machen jetzt da außer, da könnt ihr noch was machen. 1,08, 1,09, komm an ins Ziel mit 1,09,99. Vierter Platz. Vierter Platz, das tut ihm sicherlich gut nach den letzten Rennen von Wengen. Und der zweiten Abfahrt von Bormio, da war er eher unzufrieden. Heute kann er zufrieden sein, ein Spitzenplatz ist ihm schon sicher. Aber wir haben nur noch drei oben, die heute Rolfs schlagen können. Und auch Küsch und Ammert. Noch ist keiner von uns am Stocker. Ja, schau, wie verbissen der Hane um die Kurve kommt, gell? Aber trotzdem versucht, unten gut den Ski gehen zu lassen. Nicht zu hart zu fahren am harten Eis, sondern eben mit Gefühl. Gut. So, Rolfs bleibt vorne. Trinkls Angriff hat er abwehren können. Aber jetzt kommt der Mr. Hanemkamm. Fritz Strobel. Aha, Unterbruch wahrscheinlich, gell? Weil der Friedl auf unserem Monitor ist noch nicht gestartet. Nicht gestartet, möglicherweise. Vielleicht ein Nebelfetzen drinnen. Nebelfetzen drinnen. Nimmt dir natürlich bei einer Sprintabfahrt die Konzentration. Oder was auch sein kann, dieses eine Torstangerle, die Linkskurve von der zweiten Zwischenzeit, ist abgebrochen, dass der ersetzen. Ja, das muss man und natürlich wieder an den ordentlichen Platz bringen. Keine Frage. So, Steff muss warten, Walchhofer muss warten. Aber da sind sie gewohnt. Das lange Warten von Wengen bei den vielen Unterbrüchen und gleich geht's weiter. So, mit dem krassgrünen Helm. Fritz, the Cat, Strobel. Zweimal hat er hier schon gewonnen. Ein bisschen durchgerutscht mit dem Stecken, gell? Mit dem rechten Stecken. Nur da nur mal nachgegriffen bei der Schlaufen. Der Kärntner aus Gerlamos, der Fries. So, jetzt sehen wir jetzt von oben. Genießen wir die ganze Fahrt jetzt. So, jetzt wäre natürlich gut eine Zwischenzeit oben, mit der er voll mit dabei ist. Maximal ein Zehntel zurück. Gut drüber gesprungen. 20, 21, ein Zehntel vorn, ein Zehntel vorn. Ein Hundertstel. Das passt einmal. Da sind wir dabei jetzt. Weich wie immer. Gut. Da muss der Ski jetzt auch gut gehen, außer Tempo da. Passen. 115, ja, sehr schnell. Aber direkt gewesen. So wie zum Tor, wie im Riesentorlauf. Schau, kriegt er oben. 42, 20. Das wird ganz, ganz schwer. Es darf er nicht den geringsten Fehler mehr machen. Aber da ist er seidenweich unterwegs. Ui, da ist ein Riesenschlag vor der Mähnenski wieder. So, jetzt muss das Tempo noch passen für den Friedl. 133,0. Ja, voll dabei. So. Und es wird schwer. 1,07, 1,08, 1,09. Leider 1,10, 19. Nur 8er Platz jetzt so für Fritz Strobel. Und dann waren es nur noch zwei, die heute für einen österreichischen Erfolg sorgen können. Michael Walchhofer. Schauen wir uns den Start an. Schauen wir auf den rechten Stecken. Nix, da geht er durch. Der rechte Stecken geht durch. Ja, hat er Glück gehabt, dass er nicht da hängen geblieben ist. Da ist er gerade noch in der Schlaufe geblieben und hat deswegen nachgreifen müssen. Aber das ist unglaublich. Das ist spektakulär. Das ist Abfahrtssport pur. Hm? Das ist Kampf. Da steigt der Adrenalinspiegel nicht nur beim Läufer, sondern auch beim Zuschauer. So, der Nächste ist der Mann vom Zauchensee. Der Hotelier, der viermal schon Zweiter war, schlägt heute seine große Stunde. Michael Walchhofer aus Österreich. Gut, 22,42, 400stel fuhren. Das passt einmal, 110,1. Und jetzt, komm. So, auch was kriegt. Ähnliche Zeit wie Strobel. Ja, das ist sauber gefahren. Er springt immer weit, unglaublich. Der lange Lackel, der kommt. Hat aber nicht gegensteuert, ist er zwei unten. Da fährst du bergauf. Ja. Aber nur einmal Probleme. Nachgreifen müssen beim Stecken. Ja, trotzdem noch 130. Also du weißt, was da drin gewesen war. Trotz dieser Schnackler. Noch so eine Geschwindigkeit, schau, was macht er draus? 10,60. Ja, schade. Da war alles vorbei. Und 18. Platz mit weniger als einer Sekunde Rückstand. Aber das hat so eine kurze Abfahrt in sich. Michael Walchhofer, alles riskiert. Unsere letzte Chance jetzt. Aber unter leider Robert. Nichts verloren. Es liegt am Stefan, unserer Nummer 1. Wir brauchen einen. Wir brauchen einen am Stockerl, Robert. Wir brauchen einen am Stockerl. Das wäre ja heute schlimm. Da warten wir so lang und dann ist keiner von uns drauf. Stefan Eberharter.
22, 23 Hundertstel für den Steff. Also wenn er das jetzt auch wieder heimbringt, dann... Und ist wenn er jetzt gewinnt heute, dann ist er bereits Abfahrts-Weltcup-Sieger. 111,7, ja, ist wieder Rolfs im Bereich. So, wo bleibt die Uhr gut stehen? Steffel. Alle für 87. 11 Hundertstel hat er nur noch, sage ich jetzt. War der Krot, ja. 12 Hundertstel hat er verloren, jetzt bitte. Die Kurven, die Linkskurve. Uwe komplett über den Rad. Schwierig, es wird schwierig auch für den Steff. Schwierig ist ein Hilfsausdruck, das sage ich da. Aber er ist schon wieder in der idealen Abfahrtsposition. 3, 4, Haben wir kein Tempo mehr. Es wird dabei von 7-1-0-8. Es geht sich nicht aus. Vierter Platz. 1-0-9-72. Und wenn nicht der junge Thomas Krakauer, was wir aber nicht mehr annehmen können, noch ein Wunder schafft. Es gibt heute keinen Österreicher am Siegespodest. Steff ist unser bester Mann und ärgert sich fürchterlich. Platz 4. Eine Hundertstel Sekunde fehlt ihm auf Amod. Ja, wann wird es sein?